When I wake up in the morning and I go online, I'm looking for something crazy to blow my mind. Can't look away cause you're addicted, so incredible you can't resist it. Nimmt eure Freundin oft die Korrekturflüssigkeit? Dann spielt ihr einen besonderen Streich. Fügt etwas rote Acrylfarbe in eine Korrekturflüssigkeitsflasche hinzu. Vermischt es dann. Meine Freundin versucht, ihren Fehler mit ihrer Korrekturflüssigkeit zu korrigieren. Aber jetzt sieht es noch viel schlimmer aus. Jetzt sind rosa Flecken auf ihrem Notizbuch. Jetzt hat sie ihre Lektion gelernt. Wir machen etwas mit ihrem Notizbuch. Klebt die Seiten vom Notizbuch zusammen. Sie schreibt in ihr Notizbuch, wartet, bis sie fertig ist. Sie versucht dann zu blättern, aber es klappt nicht. Sie weiß nicht mehr weiter. Falls sie mir auf den Kopf schlägt, werde ich nicht aufhören, ihr einen Streich zu spielen. Lernt ihr gern im Freien? Dann ist es Zeit für ein Picknick. Ich habe dieses Mal ein süßes Federmäppchen dabei. Wir benötigen eine Chipsbox. Zeichnet den Deckel auf selbstklebendem Papier an. Schneidet es aus und befestigt es. Misst den Umfang der Dose. Und schneidet das Scrapbook-Papier aus. Dann schneidet auch zwei schwarze Papierstreifen aus. Wickelt das Papier um das Rohr und klebt es fest. Klebt dann auch die schwarzen Streifen an den Kanten. Fügt Silikonpunkte hinzu, damit es Halt hat. Nehmt das Mäppchen aus eurem Rucksack. Statt Schulbedarf gibt es etwas Leckeres. Bedien dich! Legt eure Freundin mit einem leckeren Kuchen rein. Fügt etwas Schleimtopping hinzu, damit es besser aussieht. Macht einen leckeren Kuchen oder kauft einen fertigen. Dann schmelzen wir Marshmallows in der Mikrowelle. Fügt noch Stärke und Puderzucker hinzu, um den Schleim zu machen. Zieht es und verdreht es spiralförmig und legt es auf dem Kuchen, um die Schlagsahne nachzuahmen. Fügt dann noch Streusel hinzu. Deine Freundin beißt in den Kuchen und die Sahne zieht sich lang. Es ist der süße und dehnbare Schleim. Wir haben eine andere Idee für einen lustigen Streich während des Kunstunterrichts. Was haltet ihr von Acrylfarbschleim? Fügt der Mischung aus Marshmallow, Puderzucker und Stärke eine gelbe Lebensmittelfarbe hinzu. Knetet es, um zu mischen. Nehmt eine leere Tube Acrylfarbe und schneidet die Kante ab. Säubert es, um die Restfarbe zu entfernen. Füllt den Schleim hinein. Verschließt die Verpackung mit Backpapier und dem Bügeleisen. Meine Freundin drückt ihre Farbe und ich drücke meine. Sie sieht verwirrt aus, als sie sieht, wie ich meine Farbe esse. Ich kann es auch ziehen. Es ist meine Art der Fingermalerei. Ein weiterer Streich ist für diejenigen, die viel am Handy sind. Wir demonstrieren es mit einem rosa Marker. Nehmt einen alkoholbasierten Marker und tragt es auf dem oberen Rand des Bildschirms auf. Der alkoholbasierte Marker trocknet etwas langsamer. Es ist der richtige Zeitpunkt, eurer Freundin das Handy zu geben. Sie legt es an ihr Ohr und der Textmarker hinterlässt eine Spur. Stimmt etwas nicht mit dem Bildschirm? Ich habe noch nie so einen Effekt gesehen. Wenn sich eure Freundin nicht für einen Nagellack entscheiden kann, benutzt einfach meinen. Wir geben Gelee-Pulver in heißes Wasser. Dann befüllen wir mit einer Spritze die leere Nagellackflasche. Dann zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen. Eure Freundin öffnet den Nagellack. Es sieht komisch aus. Es fließt nicht. Ist es Magie? Ist es eine neue, verbesserte Formel? Oder ist es wieder ein Streich? Ich habe einen natürlichen, selbstgemachten Lippenbalsam. Willst du ihn testen? Raspelt eine gekochte Rübe. Wickelt es in ein Stück Verband ein und drückt den Saft aus. Fügt dann noch etwas Butter hinzu und legt es dann für 30 Sekunden in eine Mikrowelle. Gießt den flüssigen Balsam in ein leeres Glas. Stellt es in das Gefrierfach, um es abzukühlen. Ich nehme selbstgemachten Lippenbalsam.
und trage ihn auf meine Lippen auf. Ha, war mir klar, dass der Balsam eine Fälschung ist. Okay, dann werde ich ihr auch einen Streich spielen. Ich tue so, als ob es mir nicht gut geht. Was hast du hier hingestellt? Etwas Giftiges? Ich zeige meiner Freundin meinen neuen Eyeliner. Sie fragt bestimmt, ob ich ihr das Katzenaugen-Make-up machen kann. Willst du das wirklich? Wir brauchen einen Eyeliner. Trag klaren Nagellack auf die Bürste auf und gieß dann etwas Überlack hinein. Dreht den Behälter, damit der sich innen verteilen kann, und lasst es trocknen. Meine Freundin schließt ihre Augen und wartet, bis ich meinen neuen Eyeliner anwende. Mit diesem Make-up kann ich kaum etwas anfangen. Trotzdem tue ich so, als würde ich den Eyeliner anwenden. Ich versuche, gerade Linien zu machen. Du siehst großartig aus. Sie sieht in den Spiegel. Und wo sind meine Katzenaugen? Ist es unsichtbarer Eyeliner? Es ist cool, nicht wahr? Schwarzer Mascara ist zu langweilig. Lasst uns ein wenig Farbe hinzufügen. Gebt Lippentönung in eine klare Mascara-Tube. Meine Freundin schminkt sich gerade. Gleich wird sie Wimperntusche auftragen. Sie öffnet es, aber bemerkt noch nichts. Warte, trag diesen Mascara besser auf deine Lippen auf. Sonst bleiben deine Wimpern aneinander haften. Hey, was machst du? Hilfe! Und nun ist es an der Zeit, eure Freunde mit tollen Essenstricks zu verwöhnen. Lasst uns einen Donut machen. Zieht Mayonnaise in eine Spritze. Dann spritzt es vorsichtig in den Donut. Legt eure Freundin jetzt rein. Sie bemerkt, dass was mit dem Donut nicht stimmt. Die süße Glasur ist okay, aber irgendwie schmeckt er komisch. Danke, ich mag momentan kein Donut. Ich muss ein Stück Papier befestigen, aber meine Freundin gibt mir ihren Lidschatten. Aber wieso? Macht einen kleinen Schnitt auf dem Lidschatten. Zieht etwas Klebeband hindurch. Und setzt dann den Deckel drauf. Ihr könnt das Klebeband entweder im Federmäppchen oder in einer Kosmetiktasche aufbewahren. Meine Freundin schaut sich den Behälter an, zieht am Klebebandende und voilà, es ist draußen. Wir wissen, wie ihr eure Nägel beim Lesen machen könnt. Haltet eure Nägel sauber mit einem Lesezeichen. Macht ein kleines Loch in jeder Nagelfeile. Und dekoriert es mit Scrapbook-Papier. Verschönert es dann mit Strickgarn. Meine Freundin liest ihr Buch. Plötzlich nimmt sie ein Lesezeichen und fängt an, ihre Nägel zu feilen. Es ist ein Lesezeichen für Seiten. Meine Freundin braucht einen Spiegel. Und ich brauche Notizsticker. Wir haben eine clevere Idee, um beide Bedürfnisse zu erfüllen. Wir nehmen eine leere Rouge-Palette und Sticker unterschiedlicher Größe. Klebt es mit Heißkleber in die Palette. Sie wird diese Art der Aufbewahrung ihrer Sticker mögen. Jetzt können diese nicht mehr verloren gehen. Und wenn eure Freundin einen Spiegel braucht, gebt ihr euren Aufklebehalter, um ihr Make-up zu machen. Habt ihr eure Bleistiftspitze abgebrochen? Dieser EOS wird euch helfen. Wir zeigen euch wie. Zerlegt einen leeren EOS-Behälter. Macht ein kleines Loch in den Boden. Dann mit Heißkleber einen Anspitzer befestigen. Baut den Behälter wieder zusammen. Muss eure Freundin ihren Bleistift anspitzen? Kein Problem. Ich habe meinen Lieblings-EOS zur Hand. Sie untersucht es verdächtig. Aber sobald sie das Oberteil aufschraubt, wird klar, was ich meinte. Dieser selbstgemachte Anspitzer ist ziemlich praktisch. Es hält Späne im Inneren. Hier ist eine weitere Idee für das Malen. Wenn ihr euren Pinsel vergessen habt, benutzt einen Make-up-Pinsel. Es wird perfekt funktionieren und nicht viel Platz einnehmen. When I wake up in the morning and I go online, I'm looking for something crazy to blow my mind. Can't look away cause you're addicted, so incredible you can't resist it. Haben euch die Streiche gefallen? Legt eure Freunde rein und seid wachsam. Sie können dasselbe mit euch tun. Schreibt uns, welchen Streich ihr am besten fandet. Vergesst nicht zu abonnieren. Drückt den Like-Button und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.